Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute werde ich euch den Admiral vorstellen. Sein wissenschaftlicher Name heißt Vanessa Atalanta. Er gehört zu der Familie Edelfalter, wie der Name halt. Also sie sind Wanderfalter und sie sind halt bis Skandinavien. Und sie sind kalt bei uns. Und ich habe halt einfach angefangen. Falls euch das Raupenzelt heute noch von euch verkommt, ich habe halt das... Also ich habe es gekauft. Mal schauen. Ist okay. So. Ich probiere das mal nehmen. So. Dann. Das ist halt auch nicht mehr so schön. Aber ja. Wo sitzt der? Egal. Wird halt 1 bis 2 Jahre alt. Und das Weibchen legt halt die Eier auf Brennnessel. Und sie legt nur einzelne Eier, aber insgesamt schon viele. Und die Raupe wird 40 mm lang. Sie ist grau bis braun und bis schwarz. Und sie hat solche grünlich-gelben Flecken. Also Reihe. Und ja. Also die ausgewachsene ernährt sie von Nektar, es ist nicht so schwarz und wissen. Und ja, das war's jetzt. Schreibt gerne in die Kommentare, von welchem, also ob ich noch ein, von welchem Insekt ich noch ein oder Pflanze ein Infovideo machen soll. Und ja, ich werde bald das Zitronenfalter, aber ich habe noch keinen gefunden bis jetzt. Aber wenn ich einen habe, dann werde ich schnell eins machen. Und ja, dann werde ich ihn gleich mal loslassen. Vielleicht lasst auch ein Abo und Like da, muss nicht sein. Aber ich würde mich auch sehr freuen drüber. Ja, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, er fliegt dann noch gleich weg. Vielleicht, ja. Und ja, dann da sitzt ich. Ja, und ich wollte noch was zeigen. Ich habe also Raupen vom kleinen Fuchs gefunden. Das ist halt ein bisschen anstrengend mit der Brennnessel. Aber ich ziehe sie jetzt raus. Und ja, da ist eine. Also. Da, ja. Und ja. Dann werden wir nicht mehr so viel reden und sagen Tschüss!